geht das nicht. Ich will da drauf, auf die scheiß Brücke. Mist. Toll. Klasse. Super. Ich kenne das Golden Cat, nicht als Kunde, versteht sich. Ich habe ein paar Geräte für sie entwickelt und die Baupläne aufgehoben, falls sich jemand dafür interessieren sollte. Nun, der Tee war eine Gefälligkeit unter Kollegen. Ich mache diesen Fehler nicht nochmal. Entschuldigung, ich dachte nur, vergessen Sie's. Danke für den Tee. Ich muss zurück zum Admiral. Er hat Neuigkeiten für mich. Meister Piero muss in manchen Bereichen noch sehr viel lernen. Corvo, mein Freund, brauchen Sie Waffen oder Munition? Soll ich etwas für Sie herstellen? Das kommt gleich her, Kollege. Ah, hallo Corvo. Wir müssen über wichtige Dinge sprechen. Aber derzeit haben wir einen unerwünschten Gast im Hornpits Park. Bevor der Admiral die nächsten Schritte erörtert, bittet er um den Hilfe. Okay. Corvo, Sie erinnern sich doch an Martin. Er war einst ein Aufseher und ist vielleicht bald wieder einer. Ich schulde Ihnen Dank für meine Rettung. Genau. Sie haben uns neue Hoffnung gebracht, Corvo. Wir haben, was wir aus Campbells Tagebuch brauchten, geschafft. Wir kennen Emily Caldwins Aufenthaltsort. Die Golden Cat ausgerechnet. Ein Badehaus für Edelleute. Nicht viel besser als ein verfluchtes Bordell. Doch es gibt ein Problem. Scheinbar stehen uns Pendletons Angehörige im Weg. Die Zwillinge Morgan und Custis. Sie halten nicht nur Emily gefangen, sondern stellen die zwei Stimmen im Parlament, die wir so dringend brauchen. Ja, die Pendletons müssen sterben. Aber viel wichtiger, Emily muss sicher hierher gebracht werden, damit wir sie beschützen können, bis der Lord Regent und seine Anhänger Geschichte sind. Okay. Pendleton wartet am Anleger. Er will ihnen die Mission persönlich erklären. Ist wohl am besten so. Wäre ich etwas jünger, nehme ich das selbst in die Hand. Glauben Sie wohl nicht. In der Takelage war ich wie ein Äffchen. Corvo, auf ein Wort. Ah, der kaiserliche Schutzherr. Genau. Corvo, ich wollte selbst mit Ihnen sprechen. Ich beauftrage Sie, meine älteren Brüder Morgan und Custis zu töten. Abscheuliche Kerle. Wie Sie vielleicht schon gehört haben, grausam, ohne Gleichen. Und er säuft sich erstmal ein. Außerdem sind meine Brüder Verbündete des Lordregenten. Und solange sie im Parlament sind, fehlen uns die nötigen Stimmen, um den Lordregenten an der Festigung seiner Macht zu hindern. Sie sind heute bekannt dafür, mit seiner Billigung andere um ihren Reichtum zu bringen. Kurz gesagt, nicht jede Familie, die ausgewiesen und unter Quarantäne gestellt wurde, leidet tatsächlich an der Seuche. Ich habe meine Brüder ausdrücklich gewarnt. Wirklich. Aber sie hörten nicht auf mich. Sie sind heute Abend in der Golden Cat, wie üblich. Geschützt durch die Stadtwache. Also keine leichte Mission. Nun gehen Sie, bevor ich es mir anders überlege.
Der Typ erinnert mich an Agent Smith aus Matrix. Oder? Vom Gesicht her so ein bisschen? Also finde ich schon. Oder nicht? Doch. Doch. Okay. Achso, wir können ja vorher noch mal speichern. Haben wir jetzt schon lange nicht mehr gemacht. Aha. So, haben wir jetzt irgendwie hier nochmal... Nein, was haben wir noch hier? Zeit verlangsamen, cool. Das ist ja cool. Das finde ich cool. Zeit verlangsamen. Okay. Alles in Ordnung, Meister Corvo? Ja. Ich bringe Sie zur Golden Cat, wenn Sie soweit sind. Ich habe Lord Pendleton oft genug dahin gebracht. Also... Auf ins Bordell! Hey! Ich werde Sie so nah wie möglich bei der Golden Cat absetzen, Paul. Den restlichen Weg müssen Sie alleine zurücklegen. Der Eingang ist in der Nähe vom Holger Square. Das Wichtigste ist, dass die kleine Emily gesund und munter nach Hause kommt. Ja, ich mach die Pendletons sind da drin, also werden auch Wachen vor Ort sein. Slackjaw kann ihnen vielleicht dabei behilflich sein, die Cat zu betreten. Wenn er sie nicht vorher tötet. Das ist sein Gebiet. Er und seine Bottle Street Gang verschanzen sich in der alten Dunwall Whisky Fabrik. Ah, zum Glück ist der Typ nicht getötet. Das vor der Seuche schützt. Ich bleibe hier, aber halte Ausschau nach ihnen und der Kleinen, die sie zurückbringen. Viel Erfolg. Ich weiß, dass Emily Ihnen viel bedeuten muss. Ja, die Kurzbrille. Passen Sie auf, wenn Sie die Straße entlang gehen. Ein anderer Flussschiffer erzählte mir gestern, dass auf dem Clavering Boulevard jetzt einer dieser Wachtürme steht. Der Lord Regent scheint nervös, seit Sie Campbell ausgeschaltet haben. Das Teil da hinten? Ja, ne? Ja, das mache ich schon. Okay. Okay, Raketen, ja. Ja, nee, ist klar. Tja, nur Schrott, wenn du mich fragst. Speichern wir nochmal. Oh Gott. Der Wehen gepisst. Das soll man ja auch nicht machen, ne? Dieses dämliche Hör geht mir jetzt auf den Sack. Das ist der komische Fachturm. Ah, diese beschissene. Okay, da hinten ist einer. Und hier auch, Scheiße.